So, erstmal kurz vorweg, alle Produkte, die ich hier zeige, verwende und so weiter, sind von mir selbst erworben, selbst finanziert. Und damit legen wir jetzt los, und zwar herzlich willkommen zu Folge 13, Kotflügelreparaturblech hinten einsetzen und schweißen. Ja, eigentlich wollte ich diese Folge gar nicht machen, und zwar entsteht diese eigentlich nur wegen den vielen Anfragen, die ich hatte, wie das gemacht werden soll. Eigentlich war ich mir selber nicht sicher, wie ich es jetzt machen soll, ob ich das alte Blech abkanten soll oder abstoßschweißen soll. Aber ich habe mich für die richtige Variante entschieden, ich hoffe es. Also einmal abkanten mit dem Werkzeug, ich habe es gesehen. Dann wurde das einmal komplett abgekantet bis hier in die Ecke, bis zum Schluss. Ein bisschen wurde angeschnitten, damit man das Reparaturblech dort drüber schieben kann. Das zeige ich euch auch dann auch nochmal später, warum. Dann habe ich das einmal komplett über die ganze Länge, soweit es wirklich ging, abgekantet. Der Bus hatte dort früher einen kleinen Schaden. Und das muss jetzt auch halt gemacht werden. Und hier seht ihr nochmal, hier ist es auch nochmal eingeschnitten, damit man das auch nochmal an der Ecke abkanten kann. Das heißt, hier ist wirklich so ein fast 90 Grad Winkel entstanden. Und dann kann man darüber jetzt das Reparaturblech legen. Wie ihr seht, ist das Reparaturblech schon vorbereitet. Wie das alles funktioniert, habe ich ja bereits mehrmals in anderen Folgen schon gezeigt. Das heißt, es ist einmal ein bisschen angeschliffen worden. Dann wurde es entfettet, sauber gemacht alles. Und dann grundiert zweimal mit einer 1K-Grundierung. Also für neue Teile benutze ich eine 1K-Grundierung. Teile, die bereits leicht eingerostet sind, eine 2K-Grundierung. Dann trage ich jetzt hier die Dichtmasse, also Karosseriedichtmasse auf diese Feder hier, die sozusagen um das Originalblech sich rumlegt. Auch im Original war das so, also auch der Original Kotflügel hatte diese Feder. Das Material, was ich jetzt hier verwende, beziehungsweise diese Karosserie-Dichtmasse oder auch Klebemasse, weil kleben tut sie auch wie die Hölle. Das ist Sikaflex 529AT und tragt das wirklich an der Stelle auf, wo der Kontakt ist zwischen den Blechen und beachtet auch die Zeit, die das Material braucht, um auszuhärten. Also ihr habt hier gesehen, ca. 6 Tage bei einer 8 mm starken Schicht. Das heißt, behaltet das im Hinterkopf, wenn ihr etwas klebt, die Stellen, die nicht richtig zusammengeklebt werden können, das heißt, wenn der Spalt einfach größer ist, dann solltet ihr wirklich das Material, dem Material auch genug Zeit geben, auszuhärten. So, füllt dann nochmal die Löcher auf, die vielleicht entstanden sind, und dann setze ich den Kotflügel auch gleich ein. Fixiert wird er mit solchen Klemmen, mit solchen Federklemmen. Das funktioniert eigentlich ganz gut. Und jetzt wird sich der andere oder eine fragen, warum nicht schweißen? Ja, das wäre schön, das zu verschweißen. Jedoch sind die Bleche sowas von passgenau. Also zumindest der Innenkotflügel zu dem Außenkotflügel, dass das Schweißen hier an dieser Stelle wenig Sinn macht. Deswegen das Sikaflex in einer vernünftigen Menge. Und das Einzige, was ich jetzt komplett schweiße, beziehungsweise es wird erstmal fixiert für eine gewisse Zeit, damit das Sikaflex entsprechend aushärten kann. Das heißt, ich setze mir jetzt nur Fixpunkte, helfe mir hier mit einem Hammerstiel ein bisschen, weil man kommt weder eine Zange, noch kann man da irgendwas anderes drauf machen, um das überlappend sauber durchzuschweißen. Das heißt, ich drücke mir das immer mit dem Hammer ein bisschen gegen, ihr werdet das gleich nochmal sehen, und fixiere mir erstmal das Blech an den Stellen, also sozusagen vorne an den an der Schräge, knall gegen die Lampe, wirf die Lampe runter. Also es passiert allerlei mögliches Zeug, und so mache ich das. Ich drücke mir das Blech leicht an, was heißt leicht, so dass kein Spalt entsteht, kein Luftspalt da ist, und dann punkte ich mir das einfach nur grob erstmal an. Und nachdem es angepunktet war, wird auch mal kontrolliert, ob die Maße alle passen. Und ihr seht hier, die Spaltmaße sehen wirklich gut aus. Und das Blech passt auch. Jedoch müsste ich das einen Tick nach unten schieben. Deswegen ist der Gap oben, also dieser Spalt, der da oben entstanden ist, ein bisschen größer. So sieht es von innen aus. Die Dichtmaße hat sich wirklich gut da reingedrückt. Ist dann auch auf der anderen Seite so rausgekommen, wie ich es eigentlich haben wollte. Das heißt, die Menge stimmt, der Durchmesser der Düse war knapp 4 mm, glaube ich, als ich die abgeschnitten habe, also von der Pistole jetzt.
Das hat wirklich wunderbar geklappt, oder knapp 5 mm. Dann nehmt euch hier noch einen Hammer, also ich habe es so gemacht, damit das Blech wirklich reingedrückt wird gegen das andere. Das ist mit so einem Hammer reingesetzt und dann ein bisschen mit Pappe fixiert, damit das richtig schön gegengehalten wird. Und das, was wir jetzt eigentlich im nächsten Schritt noch machen, oder ich hier mache, ist, ich fülle noch den Rest da jetzt mit der Grasserie-Dichtmasse aus. Ist immer noch dieselbe, also 529 AT. Die gibt es in zwei Farben, glaube ich, in diesen komischen Gelb oder Mokka oder Okka, wie sich das schimpft. Und die gibt es auch dann in Schwarz. Und eigentlich völlig egal, welche Farbe ihr nimmt. Das ist sowieso innen und sieht keiner. Hauptsache, es ist vernünftig zu- und abgedichtet. Und benutzt Handschuhe. Ich verstreiche das jetzt nochmal ein bisschen mit dem Finger. Das heißt, ich drück das nochmal da, wo die Masse nicht hinlaufen kann von alleine. Das ist wirklich sehr dickflüssig. Nochmal richtig rein in die Ecke. Und da seht ihr, dass unten kann man schon ein bisschen sehen, dass es rausgekommen ist. Und hier seht ihr das Ergebnis nach dem Ansetzen des Reparaturblechs. Also ich glaube, das sieht ziemlich gut aus. So, und dann circa 5 Tage später ging es dann los mit dem Schweißen. Beziehungsweise es wurde erstmal komplett punktgeschweißt, immer ein bisschen weiter weg voneinander die Punkte. Ihr könnt auch, ihr solltet, wenn ihr keine Möglichkeit habt zu kühlen, also von hinten wurde jetzt nochmal mit Druckluft gekühlt, da hat mir meine Frau geholfen, die Punkte so setzen, dass die immer so weit wie möglich auseinander sind. Das heißt, wenn ihr links einen Punkt setzt, dann setzt ihr den nächsten ganz rechts auf der weitesten, also an der weitesten Stelle. Und dann wiederum in der Mitte, dann wiederum links, dann wiederum rechts dazwischen und so weiter. Wenn ihr nicht kühlen könnt, dann könnt ihr auch mal ein paar hintereinander setzen, damit sich das Blech nicht so stark verzieht. Aber dadurch, dass es abgekantet ist und darüber nochmal dieses V eingestanzt ist, im Original VW-Blech, neigt das Blech nicht dazu, sich stark zu verziehen. Also diese Stelle ist meiner Meinung nach relativ einfach zu schweißen, ohne dass man sehr darauf achten muss, dass sich da irgendwas verzieht. Und ihr seht jetzt hier unbehandelt alles durchgeschweißt, beziehungsweise dann nochmal kurze feine Nähte gezogen. Und dann reinige ich mir das jetzt erstmal vorher immer mit einer Drahtbürste und schaue nach, ob ich irgendwo welche Löcher habe, weil die sieht man erst, wenn man es wirklich geschweißt hat. Beziehungsweise man könnte auch nochmal mit einer Taschenlampe durchleuchten. Aber das war nicht der Fall, also ich konnte kein Licht erkennen, das heißt, es war auf Anhieb schon gut. Dann mache ich jetzt entsprechend die Nähte plan. Und dann sieht das so aus. Und ihr seht, da gibt es eine Lücke bzw. noch einen Rand vom Abkanten zum Schweißpunkt. Und der ist leider so groß geworden, weil ich das Blech noch, bevor ich den ersten Schweißpunkt gesetzt habe, leider etwas nach unten schieben musste. Und deswegen war die Lücke jetzt etwas größer. Die wird aber nicht aufgeschweißt, die wird dann mit einem Spachtel aufgefüllt. Danach, wenn ihr alles runtergeschliffen habt, kontrolliert nochmal, ob nichts drüber guckt. Und das ist es nicht. Also es ist wirklich, wirklich erstaunlich gut geworden. Ich hätte gedacht, ich werde es, sagen wir mal, ein bisschen versauen, aber nach den paar Mal Schweißen an diesem Bus sehen die Schweißnähte schon weitaus besser aus als meine ersten nach so langer Zeit. So, hier seht ihr nochmal von innen, wie das alles ausgesehen hat. Die weißen Stellen bzw. verbrannten Stellen sind klar, das ist meistens dann halt das Fett gewesen bzw. die Hohlraumversiegelung, die da abgebrannt ist. Vielleicht noch ein bisschen Zink von den Blechen. Das reinige ich mir, weil das wird auch grundiert mit der 1K-Grundierung. Ich will die 2K und 1K-Grundierung nicht zusammen mischen. Das zeige ich euch auch gleich nochmal, warum bzw. was da passieren kann. Weil ich habe mir jetzt nochmal gedacht, das stand jetzt ja eine Woche, dann vielleicht ist ein bisschen was angegammelt. Tue ich ein bisschen noch Rostumwandler drauf. Und das war mit dem Rostumwandler keine gute Idee, aber generell solltet ihr die Stelle, bevor ihr die dann jetzt mit einer Grundierung verseht, entfetten, reinigen, Staub entfernen. Und hier nehme ich jetzt nochmal Rostumwandler, den ich da eigentlich in diese Sicke reintun wollte. Und sehe da, der Pinsel wird dunkel und da stellt sich raus, dass der APP Airstop Rostumwandler, obwohl es 1K Rostumwandler ist, also er hat keine zwei Komponenten, aber der ist so lösemittelhaltig oder halt dieses Zeug da drin, dass er mir sofort den 1K-Lack angefangen hat, hier zuzusetzen. Und naja, das war's dann halt. Dann musste alles wieder ganz schnell mit dem Lappen runter. Ansonsten würde das schlimme Folgen haben.
dann grundiert wird von innen, also ich grundiere jetzt nochmal mit der 1K Grundierung, ganz normal, zwei Lagen, richtig schön fett drüber, probiert auch nochmal wirklich in die Schweiß, also an das Blech ranzukommen, welches ihr dort geschnitten habt, mit welchem das verschweißt ist, also das alte Blech, richtig schön vernünftig dick auftragen, nicht sparen mit der 1K Grundierung an der Stelle, dann wird es außen auch nochmal schnell grundiert, damit mir das nicht gammelt, bis es zum Lackierer kommt, beziehungsweise es muss noch sowieso noch gespachtelt werden. Und hier seht ihr, da war das alte Blech und da war nochmal Dichtmasse, diese Karosserie-Dichtmasse von VW drin, die ist ein Stück rausgeschnitten worden und die probiere ich jetzt nochmal aufzufüllen, das heißt, die stützt dort das Blech oder beziehungsweise damit wurden die Abstände überwunden von VW. So, und ich mache jetzt nichts anderes als fülle die Stelle nochmal auf. Dann wird das nochmal mit dem Finger ein bisschen reingedrückt, die ganze Masse. Und den nächsten Schritt wollte ich euch eigentlich richtig komplett zeigen. Und zwar mit einer Pistole für diese Karosseriedichtmasse wird dann nochmal diese Struktur aufgetragen. Jedoch habe ich die Pistole nicht so eingestellt bekommen, wie ich sie gern hätte. Ich weiß nicht warum, entweder ist irgendwo was verstopft oder keine Ahnung. Also die Struktur, die ich gerne hätte, ist mir nicht gelungen. Das heißt, ich musste halt mit der Struktur weitermachen, die Pistole gerade jetzt ausgespuckt hat. Aus welchen Gründen auch immer, ich muss mich mal damit ein bisschen länger befassen. Aber ich habe jetzt sozusagen von außen, was ist von außen, vom Inneren des Fahrzeugs, diese Masse, Karosserie-Dichtmasse aufgetragen, komplett über die beiden Schweißnähte. Und ich trage sie jetzt auch nochmal vom Radlauf, von der Radlaufseite aus auf. Ihr seht das jetzt hier, so sieht es ungefähr aus. Ich werde dann nochmal eine Schicht auftragen, innen im Radlauf, wenn ich die Struktur anders hinbekommen habe. Und so sieht es aus, jetzt auf der Seite, wo es geschweißt wurde. Und ich glaube, das ist absolut genug. Und interessanterweise ist es doch relativ sparsam, diese Struktur. Also ich habe noch nicht mal eine ganze Dose drauf geknallt, um das jetzt hier so hinzukriegen. So, das war's von mir. Ich hoffe, ihr konntet irgendwas mitnehmen und wir sehen uns dann in der nächsten Folge. Bis dahin, tschüssi.